Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Persönlich. Heute neben mir eine Fast-Olympiasiegerin. Christa Kienzhofer ist bei mir hier im Palazzo. Christa, ich darf du sagen, Zirkus. Du kennst dich aus im Zirkus. Ja, ich kenne natürlich den Skizirkus besser, aber ich liebe auch diesen Zirkus. Ich komme gerade von Alfons Schubeck, sein Theater. Das ist ja ähnlich wie hier und ich freue mich ganz besonders, hier zu sein. Was führt dich in die Metropolregion Rhein-Neckar? Immer wieder liebe Freunde, wie der Winnie. Und morgen werden wir ein neues Projekt, ein neues skimedizinisches Projekt vorstellen. In der Klinik, in Archos Klinik in Heidelberg. Ja, und dann heute Abend bin ich eben schon da und muss noch einige Vorbereitungen machen. Was macht eine Christa Kienzhofer so den ganzen Tag? Naja, also in erster Linie habe ich natürlich auch Kinder, die jetzt mittlerweile groß sind. Dann bin ich ein Moving Mensch. Ich bewege mich gerne, ich arbeite gerne, ich habe Projekte, die viel Kraft brauchen, die viel Energie brauchen. Und ich bin auch Rednerin, Vortragsrednerin. Und da gebe ich meine Kraft und Energie weiter. Ich habe gesehen, du bist Motivationstrainerin. Was kann man sich darunter vorstellen? Ja, ich nehme das natürlich aus meinem Leben. Der Skisport war eine heiße Phase meines Lebens, eine schwierige Phase, sehr erfolgreiche Phase, aber auch mit vielen Tiefschlägen. Und da rauszukommen, wenn man so ganz am Boden liegt, ich glaube, das kann jedem mal passieren. Da habe ich gute Tipps und gute Gründe, da rauszukommen. Du engagierst dich auch für Laureus. Was machst du da genau? Also ich bin Botschafterin und habe sogar ein neues Projekt. Das ist hier aus dieser Gegend. Das nennt sich Move and Do. Das heißt also Bewegung und Umsetzen. Wir helfen Kindern. Wir haben ein Move and Do-Mobil, fahren dann in Gegenden und arbeiten mit sozial schwachen Kindern zusammen. Und das ganze Projekt wurde auch heuer von Dietmar Hopp, also Laureus generell, sehr stark unterstützt, wo wir sehr, sehr dankbar sind. Jetzt zum Sport. Was treibt eine ehemalige Skirennläuferin noch so an Sport? Ja, also ich habe es gerade im Winnie erzählt, dreimal in der Woche trainiere ich eifrig. Ich will ja auch in Shape bleiben und ja, gesund bleiben. Und ich habe gerade eben eine DVD gemacht, Fit durch den Winter, bei 1x1 Sport. Also man kann sie den Trailer anschauen, man kann sie sogar runterladen. Ja, und ich sage dreimal in der Woche 20 Minuten, das wäre optimal. Jetzt Thema Golf. Wir sind ja eine Golfregion. Wie sieht es mit dem Handicap aus? Nicht mehr so gut. Ich habe, wie gesagt, ich habe ja mein privates Leben etwas verändert und habe einfach ein bisschen weniger Zeit fürs Golfen. Aber es ist so, dass ich noch einigermaßen gut mitspielen kann. Aber so viel Ehrgeiz habe ich halt nicht wie beim Skifahren. Jetzt heute Abend hier ist volles Haus. Was erwartest du hier von der Show? Ja, natürlich viel Akrobatik, viel tolle Körper, viel Disziplin, viel hartes Training, wenn man sieht. Ich sage immer, wenn was besonders leicht und leichtfertig ausschaut, ist es ganz viel Arbeit. Ich denke, wir sehen uns morgen wieder in der Athos Klinik in Heidelberg. Jetzt haben wir noch, neben uns steht der Winnie. Der Winnie, der das Ganze veranstaltet hat hier, dass wir alle zusammengekommen sind. Winnie, wie sieht's aus mit deiner Fitness? Meine ist immer perfekt. Aber darf ich dir mal die Isabella vorstellen? Das ist die Hauptdarstellerin heute Abend. Oh, das freut mich sehr. Isabella, was machst du genau hier? Ich bin Kellnerin und schwer verliebt. Und danach kommt eine Überraschung. Aber ich weiß nicht, ob ich etwas mehr erzählen darf. Okay, das wird ja erst später ausgestrahlt, also uns kannst du es ruhig erzählen. Okay, ich mache Luftakrobatik und während der ganzen Show dann mache ich Comedy, Kellner. Das ist natürlich ein sensationeller Abend heute. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß heute und hallo hier, Kamera. Ich gebe zurück persönlich das nächste Mal mit Hannes Jenicke. Und ja, wir bedanken uns natürlich beim Winnie, bei der Christa und bei der Isabella. Toi, toi, toi heute Abend und viel Spaß. Vielen Dank. Ja.